Testbefehle. Der Hamster kennt ja die vier Grundbefehle: vor, links oben, nehmen und gib. Und dieser Sprachschatz wird jetzt erweitert um drei sogenannte Testbefehle. Diese Testbefehle lauten vorn frei mit großem F, Maul leer mit großem L und Korn da mit großem D. Sie erinnern sich sicher noch an die Code-Konvention. Mehrere Wortbestandteile, und das gilt jetzt ja auch für die Testbefehle, werden oder in Befehlen mit mehreren Wortbestandteilen wird zunächst das erste Wortbestandteil klein geschrieben und weitere Wortbestandteile werden dann mit einem Großbuchstaben begonnen. Das gilt jetzt auch für die Testbefehle. Müssen Sie sich merken. Und dann kommen Klammer auf, Klammer zu. Der einzige Unterschied zu den Befehlen ist, zu den Grundbefehlen ist, dass es keinen Semikolon gibt. Und man setzt diese Testbefehle auch an anderen Stellen ein. Schauen wir uns zunächst die Semantik an. Testbefehle liefern Werte, boolsche Werte, die wir ja kennengelernt haben in der letzten Unterrichtseinheit, nämlich die Werte true und false, wahr oder falsch. Vorn frei liefert den Wert true, wenn die Kachel in Blickrichtung vor dem Hamster frei ist, dort also keine Mauer steht. Und vorn frei liefert false, wenn der Hamster vor einer Mauer steht. Maul leer. Dieser Testbefehl liefert true, wenn der Hamster keine Körner im Maul hat. Und sie liefert false. Dieser Testbefehl liefert false, wenn der Hamster Körner, ein oder mehrere Körner im Maul hat. Korn da. Dieser Testbefehl liefert true, falls auf der aktuellen Kachel, auf der der Hamster steht, sich mindestens ein Korn befindet. Wenn die Kachel aber leer ist, liefert der Testbefehl den Wert false. Ist ja kein Korn da.